Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Castlevania Lords of Shadow 2 zu Folge Nummer 46 müsste das jetzt sein. Ja, wir sind im Grunde genommen schon fast bei so vielen Parts angelangt wie in Teil 1. Ich bin mir relativ sicher, dass ich hier weitaus schneller fertig wäre, wenn ich das Spiel schon kennen würde. Also wenn das quasi kein Blind oder Blind Let's Play ist, fängt ja schon mal total top an. Ja, die Anzahl der Folgen ist unter anderem in der Tatsache begründet, dass ich, wie wir im letzten Part eindrucksvoll beobachten konnten, hier total die Orientierungsschwierigkeiten habe und ja, oh, guckt mal, das wallende Haar eines Gabriel Belmont, ja. Nur noch mit Teil 3 Wettertaft fixiert und er ist hier voll der Überstyler, ey. Ja, wobei, das ist ja auch. Och nö, oder? Ja, hier sehen wir einen von unglaublich vielen total kompetenten und ja, überaus professionell gelösten Einstiegen, wie wir sie wahrscheinlich in keinem anderen Let's Play in dieser Form zu Gesicht bekommen. Und ja, das nervt mich hier gerade schon wieder total. Ja, also im letzten Part ist auf jeden Fall sehr bezeichnend gewesen, dass dort verdammt viele Kämpfe gewesen sind, die mich ziemlich aufgeregt haben, obwohl die vielleicht objektiv betrachtet gar nicht so schlimm gewesen sind. Ah, na, sieh mal einer an. Mich jetzt irgendjemand von hinten überfallen? Nee, die Musik hat mir gerade so ein bisschen den Eindruck vermittelt, als ob hier gerade irgendwie schon wieder irgendwas mir auflauern wollte. Ey, das war gerade ganz schön knapp. Das war gerade richtig knapp, ja, um das mal klar und deutlich zu sagen. Sehr schön. Das heißt, noch ein Steinchen, dann sind wir auch mit unserer Lichtmagie ein bisschen weiter. Und jetzt muss ich bestimmt alles wieder von vorne machen, oder? Oder hat das Spiel irgendwie einen gnädigeren... Oh, ich muss, glaube ich, jetzt wieder über dieses... ich sehe, glaube ich, was mir blüht. Ich werde jetzt nämlich wieder über dieses Ventilatorteil rüber dürfen. Aber man könnte ja meinen, dass ich da jetzt irgendwie den Dreh raus habe. Das werde ich euch gleich eindrucksvoll in der Praxis demonstrieren können. Und zeig, was du gelernt hast, Negoja. Zeig, dass du besser geworden bist. Ja, ey, das war aber nur nicht über meine Schulter. Ich stand gerade auf diesem blöden Ventilatorteil... Und das hat mich einfach nicht hochgehoben, ja. Vielleicht hat Gabriel schon wieder ein paar Pfunde zu viel an sich dran. Auch wenn ich glaube, dass der Mann selbst dann attraktiv wäre, wenn er irgendwie 10 oder 20 Kilo mehr wiegen würde. Aber egal, Gabriel ist ja vergeben. Er liebt ja seine Marie, da braucht sich so eine kleine Negoja keine Hoffnung zu machen. Außerdem ist er ein böser Vampir, der sterben möchte. Also das ist auch rein objektiv betrachtet wahrscheinlich nicht so der Traummann. Aber man kann, wenn man sich das alles so wegdenkt, diese ganzen unschönen Rahmenbedingungen, da muss man doch sagen, dass das, was übrig bleibt, doch ein recht schmuckes Gesamtbild darstellt. So, warum komme ich jetzt hier nicht weiter? Ach so, ich bin von der Leiter. Ja, ja, okay, ich weiß, ich bin von der Leiter gekommen und hier geht's weiter. Mhm, ich erinnere mich noch. Hier war nämlich auch dieser eine blöde Ventilatorpassage, weiß ich noch, mit diesem komischen Türknauf, den ich da irgendwie nicht kapiert habe, wo man... War das hier nicht irgendwo, wo man sich da noch so durchblasen lassen konnte und ja, wo ich irgendwie mal gemutmaßt hatte, dass ich an den Schatz da vielleicht rankommen könnte, wenn ich mich da irgendwie gut aufstelle. Und das war am Ende aber alles irgendwie voll doch nicht so und hast du nicht gesehen. Okay, ich glaube, hier sind wir erstmal richtig. Ja, genau das hier meinte ich. Ne, erinnert ihr euch noch? Da war nämlich diese komische Tür und so. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringen soll. Ich werde jetzt hier auch kein zweites Mal Zeit vergeuden. Ich bin euch jetzt ein bisschen Story schuldig, ne? Und ein bisschen Fortschritt. Okay, wenn jetzt hier wieder Gegner ins Spiel kommen, dann war es das, glaube ich, schon wieder mit dem Fortschritt. So, warte mal, da oben hatten wir beim letzten Mal eine Abkürzung, weiß ich noch. Die kann ich ja direkt nehmen. Vielleicht muss ich dann auch gar nicht kämpfen. Wobei die meisten... Oh, die Musik... Die Musik, die ist so schön. Die erinnert mich teilweise auch richtig an den ersten Teil noch zurück. Kommen so richtig nostalgische Gefühle auf, ja. Damals, als ich noch Herr darüber war, wann das Spiel gespeichert hat. Aber man muss ja fairerweise auch sagen, damals, als man sich noch nicht aussuchen konnte, wie man die Kamera drehen möchte, ne? Also, man kann schon ganz gut zusammenfassen, denke ich mal, Licht und Schatten. Das Spiel hat so seine Vor- und seine Nachteile. Da werde ich aber dann in meinem... letzten Resümee noch mal ein paar mehr Worte dazu verlieren. So, da oben scheint der richtige Weg zu sein, wenn ich dieser Minimap jetzt hier Glauben schenken kann. Warte mal, was ist denn da hinten auf der anderen Seite? Da hinten leuchtet irgendwas links. Seht ihr das?
Ist irgend so ein komisches leuchtendes Ding, das würde ich irgendwie voll gerne haben. Oh, die Mucke. Ah, die Musik, die ist so schön. Boah, also das muss ich definitiv kaufen. Also den Soundtrack jetzt darf ich nicht vergessen. Hab schon so viele offene Soundtracks wieder auf meiner Wunschliste. Das ist schon wieder richtig pervers. Weiß gar nicht, wann ich das alles kaufen soll und vor allen Dingen, wann ich das dann alles hören soll, ja. Also das kann ich ja dann immer machen, wenn ich Zug fahre oder generell auf Reisen bin. Ja, seht ihr? Jetzt bin ich im Kunstviertel. Ich hatte nämlich vor nicht allzu langer Zeit mich selber noch gefragt, ob Stadtzentrum überhaupt die richtige Anlaufstelle ist, weil ich das noch irgendwie so in Erinnerung hatte, dass wir im Kunstviertel diese Kathedrale finden, weil daran erinnere ich mich noch. Hier gab es richtig nervige Straßenschlachten und Tumulte, ey. Hier bin ich teilweise auch richtig ausgerastet, das weiß ich noch. So, ich nehme euch jetzt die ganzen Zäune wieder mit, weil das in der Regel oftmals mit leicht verbundenen oder mit leicht zu erwerbenden Relikten einherging, wollte ich eigentlich sagen. Boah, ey, Kumpel, weißt du, du nervst mich jetzt gerade sowas von. Ey, vor allen Dingen, ich glaube, wenn ich die Straße jetzt hier noch weiterlaufe, dann kommen noch mehr von diesen Dingern, ne? Ich glaube, damit ist das Ganze hier noch nicht abgeschlossen. Ach, wartet mal. Ich habe da noch diesen einen Move, den ich weiter aufleveln wollte. Weil ich glaube, das würde mir auf jeden Fall schon eine ganze Menge nützen, wenn ich zumindest bei der Peitsche noch so ein Beherrschungslevel vielleicht aufsteigen könnte. Das wäre mal nicht schlecht, wenn mir das ja noch gelingen würde. Aber der fällt halt nicht zurück, wenn ich den angreife, ne? Im Gegensatz zu manchen anderen Gegner. Aber der hat manchmal trotzdem so seine Chill-Out-Phasen, die immer ganz gut sind, um diesen Move hier ein bisschen weiter nach vorne zu treiben. Ich neige halt immer nur dazu, wenn ich mich an bestimmten Skills versuche, dann immer voll alles andere zu ignorieren und dann nicht mehr auf mein Ausweichen und so zu achten. Und dann wird das immer problematisch in dem Moment. So, Mann. Ey, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit so minderbemittelt nach hinten zu laufen? Ey, jetzt stell dich mir von Mann zu Mann hier, ja? Kleine Pussy, du, ey. So, warte, jetzt bin ich gleich mit meiner Energie voll. Ja, das sieht schon mal gut aus. Sehr schön, dann kann ich die nämlich abschalten. Nein, 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 nein. Ja, hat er mich jetzt getroffen? Ja, ich glaube schon. Aber sonderlich viel Schaden hat er nicht ausgeteilt. Ja, also in manchen Kämpfen, da geht das eigentlich fast noch mit dem Schaden, den wir hier fressen. Ich weiß noch nicht so genau, wo ich den hier einordnen soll, aber solange der jetzt nicht mit seiner Familie hier antanzt, geht der eigentlich. Und ist auch gar nicht so schlecht, um diesen einen Skill hier weiter zu verbessern, ne? So, hier gab es bestimmt auch so ein paar Sprungpassagen. Ad hoc fällt mir jetzt hier aber ehrlich gesagt keine Stelle ein. Ich habe immer noch vor meinem geistigen Auge so ganz viele Orte, die relativ weit am Anfang gewesen sind. Nur ich weiß sie nicht, dadurch, dass diese ganze Welt hier... oh, ey. Okay, ich habe damit gerechnet, dass das passiert, aber trotzdem. Ey, ich finde der Anteil an Kämpfen, der ist hier definitiv zu hoch. Ich finde, das war irgendwie im ersten Teil noch ein bisschen ausgeglichener, so insgesamt. Warum habe ich denn die Schmetterpeitsche noch nicht voll? Das war doch gerade dieses Ding hier, oder? Warte mal. Mann, lass mich doch mal bitte gucken. Mann, ey. Was die Schmetter... Nee, das war nicht die. Okay, habe ich gerade irgendwas durcheinander gebracht. Dann bleibe ich doch erstmal bei meinem konstanten Wirbel. Das müsste ich halt nur noch mal treffen. Aber das gelingt mir halt nicht immer so, wie ich das möchte. Ja, drück mich ans Auto, weißt du? Ich weiß nicht, was du für eine verquere Vorstellung von Romantik hast und von einem ersten Date und so, aber ich finde das gerade... Ja, stell dich aufs Auto. Ey, was ist denn das bitte für eine geile Marke, dass das Dach da drunter unter seinem Gewicht nicht einknickt? Ja, das muss man auch erstmal schaffen, ne? So, warte. Ja, Mann, ich will mich doch nur an dir hochheilen. Ey, ich hoffe, dass jetzt kein Dritter kommt. Ich will einfach nur in diese blöde Kathedrale und dann hier meine Ruhe haben, ey. Das ist hier manchmal auch total nervenaufreibend, ey. Was ich hier schon rumgeflucht habe, ey, das ist... Ja, das kommt echt schon ein bisschen an meinen Bioshock-Let's Play ran, ja. Und aber gut, man muss dazu sagen, Bioshock war ja auch nicht blind, ne? Sonst wäre mir das da wahrscheinlich ähnlich ergangen. Aber, ja, ich weiß nicht. Habe ich im Bioshock teilweise irgendwie sicherer gefühlt als hier? Okay. Musste man die etwa aus dem Weg räumen? Ich glaube fast ja. Nee, das lag daran, dass ich jetzt hier nur so in die Nähe von diesem komischen Eingang langgelaufen bin, ne? Also hierüber werde ich die Kathedrale betreten, alles klar. Ich hätte nämlich ansonsten jetzt direkt
direkt auf das Eingangstor zugesteuert. Aber nee, guck mal, die Minimap oben rechts sagt uns ja auch, dass wir hier lang sollen. Dann werden wir dem mal Folge leisten. So, wie soll ich da jetzt hochkommen? Bestimmt mit einem Doppelsprung, ne? Ja, aber wo soll ich mich festhalten? Ich komme doch da oben gar nicht hin, oder? Okay, muss ich jetzt nicht verstehen. Aber gut, ich verliere hier auch keine Energie. Das heißt, ich kann hier voll minder bemittelt die ganzen Wände hier entlang hüpfen. Ja, ist ja schön, dass ich da hoch soll. Da müsste ich jetzt aber auch so einen Mario-Wandsprung machen können, ne? Und das bietet der mir hier leider nicht an. So, wartet mal. Vielleicht muss ich hier irgendwas schießen oder so? Probieren wir das mal. Nee, anvisieren tut ja aber nichts. Oder muss ich da mit der Nebelgestalt irgendwas machen? So, wartet mal. Ich gehe mal hier nochmal kurz auf den. Nee. Hey, dann irritiert mich das gerade irgendwie. Oder muss ich doch von irgendeiner anderen Ecke dahin? Irgendwie bin ich gerade etwas ratlos. So, hier. Ja, hier komme ich schon mal auf die Bushaltestelle. Und dann? Hatte ja so eine ähnlichen Problemchen schon mal, ne? Das war, glaube ich, sogar gar nicht mal so weit weg von dem Ort, wo ich jetzt hier stehe. So, warte mal. Nützt mir hier meine Nebelform irgendwas? Nee. Es sei denn, ich wende die hier irgendwie in der Luft an, aber ist nicht. Okay, dann verstehe ich das gerade ehrlich gesagt nicht. Warte mal, dann versuche ich jetzt mal irgendwie doch meinen Haupteingang erstmal abzuklappern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier rüber reinkommen, aber man kann es ja mal probieren. Manchmal sind die offensichtlichsten... Oh, da kommt schon wieder der Nächste, ey. Boah, also das ist auf jeden Fall... Ich wollte mir das ja erstmal fürs Resümee aufheben, aber ich, ey, ganz ehrlich, würde euch wahrscheinlich schon denken, dass das auch so ein Abkotzanteil für mich ausmachen wird, dass die Gegner einfach mal in viel zu kurzen Zeitabständen respawnen. Und das ist vielleicht hier und da mal ganz geil, wenn man so ein bisschen seine Skills hier aufleveln will und so, ne? Also ich sehe da nicht nur die Nachteile drin. Objektiv betrachtet hat das durchaus auch so seine Vorteile, aber für mich persönlich, und unser Fazit soll ja immer subjektiv sein, sind die Gegner hier irgendwie ein bisschen zu schwer und ein bisschen zu zahlreich. Also ich meine, man kann ja auch die Menge an Gegnern, die ist ja vielleicht noch vertretbar, aber die Verschnaufpausen dazwischen, die sind mir streckenweise einfach zu gering, wisst ihr? Weil ich komme ja gar nicht dazu, hier mal irgendwie ein bisschen durchzuatmen, weil immer direkt schon der nächste Gegner oder die nächsten Gegnermassen in den Startlöchern stehen und das finde ich halt irgendwie ein bisschen blöd, um das mal so harmlos auszudrücken, ne? Weil ich könnte hier auch ein bisschen mehr in die Offensive gehen, aber das will ich nicht, weil ich sehe darin, wie gesagt, nicht nur Nachteile, aber ja, es ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen blöd. So, Frage steht nach wie vor, wie komme ich da hoch? Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob das mit dem Doppelsprung zusammenhängen könnte. Vielleicht komme ich über die Schnüre ja irgendwie rüber, aber so ein Schnürchen führt ja da nicht ganz nach oben, wo ich hin möchte, sondern würde allerhöchstens mich bis dahin bringen und das bringt mir ja letzten Endes auch nichts. Ich habe bestimmt irgendeinen Skill, den ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm habe, dem ich mich da vielleicht hochziehen kann. Vielleicht setze ich den Sprung auch einfach nur voll schlecht. Aber nee, er will sich da irgendwie nicht festhalten. Okay, wartet mal, da oben gegenüber, da brennt das ja auch so ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Komme ich da irgendwie hoch? Ja, war so, als ob ich da schon mal oben gewesen wäre. Ey, guck mal, das ist so ein Aufladungsding. Da ist so ein Aufladungsding. Und wisst ihr, was auch noch geil ist? Ich habe 5000 Ocken. Ich kann zum Chupacabra gehen und mir so einen Lichtstein kaufen. Also wenn er den dann da auch angeboten hat, das weiß ich so aus dem Kopf nicht mehr. Aber das muss ich jetzt einfach mal machen. Also das ist jetzt in dem Sinne auch wirklich mein einziges Interesse zurückzugehen. Und dieser Schatz, der da beim Chupacabra war, ne? Den hatte ich ja auch des Öfteren schon erwähnt. Ey, ich habe gerade echt die Befürchtung, dass, oh nee, dass diese ganzen Gegner hier in der Straße wieder auftauchen könnten. Oh, ey, das wäre so ärgerlich, ey, wenn ich die dann hier nochmal besiegen müsste. Das sind 3 Stück von... Oh, ey, hab ich da eine Lust drauf, ey. Hündchen, kannst du nicht mitkommen, Sohnemann? Kannst du mir nicht mithelfen und den irgendwie mal ein bisschen zerfleischen oder mit deinem buschigen Schwanz seine Nase kitzeln oder irgendwas, ja? Keine Ahnung, aber ich glaube...
Ich glaube, er möchte uns nicht helfen. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, obwohl, nee, boah, der ist voll heiß. Also wenn ich jetzt gleich schreie oder irgendwas ausspucke, dann liegt das an der Hitze dieses Getränks. So, ich habe es überlebt. Sehr gut. So, na dann, auf ein neues. Meine Güte, das ist schon echt eine Weile her, seit ich das letzte Mal hier war. Ich bin ja gerade fast ein bisschen dankbar, dass die Gegner nicht respawnen. Oder kommen die doch? Nee. Ich sah gerade irgendwie ein bisschen so aus oder klang so ein bisschen so. Okay, genau, das ist nämlich der Sprung, dem ich immer so entgegengefiebert habe. Ich würde mal sagen, wir lesen erstmal und begutachten danach das Steinchen. Vielleicht erfahren wir hier, dass sich in diesem Schatz eine Falle verbirgt oder so. Was heißt denn hoffen? Hoffnungsvoller Hilbert, Hoffnungen, Hilbert, hoffnungsloser Hilbert, des Starrsinnigen? Hoffnungen Hilbert des Starrsinnigen, würde ich jetzt sagen, oder? Keine Ahnung, ey, diese Abkürzungen, die irritieren mich. Man hatte vergebens eine Gruppe kampferprobter Soldaten und Priestermeister im Gebrauch von Magie geschickt. Welcher Trottel würde nach dieser Demonstration von beeindruckender, aber nutzloser Macht noch glauben, wir hätten auch nur die geringste Chance, den Fürst der Schatten zu besiegen? Hatten sie etwa geglaubt, mein Schwert würde ihm den tödlichen Stich in die Brust verpassen, während er von seinen sadistischen Fantasien abgelenkt ist? Ich verfluche meine Kameraden, meinen Kommandanten und sogar Gott. Hätte ich gewusst, wer mein Schicksal in den Händen hält, hätte ich mich nie in dieser Armee aus Verrückten verpflichtet. Ich höre auf. Ich verlasse diesen widerwärtigen Ort, um zu meiner geliebten... Was? Giswerta? Gisveria? Giswerta? Giswerla? Keine Ahnung. Zurückzukehren. Wenn es soweit ist, kann mich weder ihr Silberblick noch ihr schiefes Gebiss davon abhalten, ein neues Leben an ihrer Seite zu beginnen. Ja, aber gut, dass du das hier einfach mal nochmal so in deinem Tagebuch erwähnst, dass sie ein schiefes Gebiss hat. Das ist echt die Information, die wir alle gebraucht haben. Aber ja, vielleicht erkennen wir sie. Also wenn wir über den Weg laufen, dann werde ich an ihrem schwierigen, an ihrem schiefen Gebiss erkennen, dass sie das ist. Boah, ey, das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus, auch wenn ich mit der Lava immer noch total verkorksten Kletterkettenpassagen im Sinn habe, relativ weit am Anfang des Spiels, die mir hier und da schon ganz schöne Bauchschmerzen bereitet haben, muss ich sagen. Aber wenn ich mir jetzt so angucke, was danach hier in diesem Spiel noch kam, ey, dann war das ja echt Pillepalle, ne? Also das hat hier ganz schön angezogen, was den Schwierigkeitsgrad anging. Und dieser Schwierigkeitsgrad, den beziehe ich jetzt nicht auf Kletterpassagen, weil die... sind für meinen Geschmack, also korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, aber für meinen Geschmack sind im ersten Teil weitaus mehr Kletterpassagen gewesen. Hat sich das noch so ein bisschen mehr die Waage gehalten zu den Kampfeinlagen, ne, muss man auch an der Stelle mal so sagen. So, ich würde mal sagen, also eigentlich sind mir die Gesundheitssteinchen fast am wichtigsten, aber ich werde mir erstmal den hier kaufen, weil uns hier nur noch ein einziger fehlt. Und ich weiß gar nicht, ob ich hiervon welche brauche. Es sind noch ein Exemplar davon in deinem Inventar. Ich werde mal noch einen davon einkaufen. So, gefangener Dämon. Boah, das ist aber auch teuer, ne? Aber ich hatte ja schon mal festgestellt, dass ich das eigentlich ganz gut gebrauchen kann. Kriege ich ja auch... Ach, eine Drachenschuppe kann ich ja auch kaufen. Ey, wisst ihr was? Ey, mir fehlt nur noch eine. Ich glaube, ich werde das jetzt machen, oder? Oder soll ich lieber das hier kaufen? Ich kann mir beides leisten, oder? 400? Ja, ich kann mir beides leisten. Okay, ich werde jetzt einfach mal meine ganze Erfahrung hier verplempern. Weil ich habe das die ganze Zeit im Spiel immer und immer wieder gesagt, dass ich das brauche. Und dass ich davon mal ein bisschen mir was anhäufen sollte. Und habe immer wieder in den Bosskämpfen bemängelt, dass mir das und das fehlt. Und ja, jetzt ist es einfach mal Zeit, zur Tat zu schreiten und an diesem Umstand irgendwas zu ändern. So, warte mal. Achso, ich komme hier gar nicht in mein Steuerkreuzmenü rein. Ich wollte gerade mal gucken, ob ich das richtige Ding da gekauft habe. Also diese lilane Kugel war aber, glaube ich, dieses Teil, was die Magie für ein paar Sekunden, für eine halbe Minute war das, glaube ich, komplett nach oben schraubt. Also das wird mir hier, denke ich mal, noch ziemlich viel nützen, hoffe ich zumindest. So, guck mal, ich habe auch das erste Mal jetzt diesen Fehler nicht mehr gemacht und daran gedacht, dass ich erstmal das aktivieren muss, bevor ich da hochgehe. Nigoya hat dazugelernt. Ich bin voll in der Bringschuld, nachdem ich in den letzten Parts teilweise so viel Mist verzapft habe und ja, vielleicht kann ich das durch solche Aktionen so ein ganz kleines bisschen ausgleichen. Also ich drücke jetzt innerlich erstmal die Daumen, dass wir jetzt die Gegner hier nicht nochmal haben, weil darauf habe ich gerade echt sowas von überhaupt gar keinen Bock.
Aber es ist auch gut zu wissen, dass er hier immer speichert. Im Grunde genommen kann man diese komischen Zeitreiseportale oder wie man die nennen soll, die kann man eigentlich ganz gut als Speicherpunkt missbrauchen, ne? Fällt mir gerade so ein. Behalte ich mir mal im Hinterkopf. Also wenn ich jetzt hier nicht weiterkommen sollte, dann laufe ich hier vielleicht noch einmal durch das Portal und speicher darüber. Ich habe an meinem Daumen gerade so einen komischen Nietnagel, heißt das, glaube ich. Und an dem muss ich gerade die ganze Zeit rumkauen. Das nervt mich voll. Also wenn ihr komische Kaugeräusche hört, dann wisst ihr jetzt, womit das zusammenhängt. Jedes Mal, wenn immer ein Ladebalken kommt, wie so ein Knabber sucht ihr, geht das immer voll gleich da wieder ran. So, dann gucken wir jetzt mal. Ich bin aufs Schlimmste eingestellt. Irgendeine Möglichkeit muss es doch da nach oben geben. Ja, toll, super. Ey, genau darauf habe ich gewartet. Danke, Entwickler, dass ich diesen Kampf noch einmal vollziehen darf. Wirklich, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Also ich kann mein Glück schon wieder gar nicht fassen. Das ist echt das Tollste, was du mir an Überraschung jetzt hättest bereiten können. Das ist doch mal der perfekte Einstieg. Das heißt, ich werde jetzt hier schon wieder ein Part haben, der im Grunde genommen irgendwie überhaupt gar nichts zustande gebracht hat, außer dass ich jetzt hier mal in die Nähe der Kathedrale zumindest irgendwie angekommen bin. Das ist ja schon mal was, ne? Ist ja nicht zu unterschätzen so. Warte mal, ich wollte ja eigentlich das noch mit der normalen Peitsche hier zu Ende bringen, wie ich gerade angefangen habe, mit der Schwarzmagie dran zu arbeiten. Dabei ist das ja hier viel akuter, weil wir hier kurz davor sind, das auch wirklich abschließen zu können. Dafür sind die Gegner aber echt gut, muss ich sagen, auch wenn man hier immer mal wieder aufpassen muss. Aber die sind immer für so einen kurzen Augenblick ganz gut gestunt, genauso wie jetzt gerade eben. Und ja, das spielt mir gerade ganz gut in die Hände. Also wenn ich hier nochmal so ein Beherrschungslevel nach oben schrauben könnte, jetzt finde ich so eine behämmerte Drachenschuppe jetzt. Nachdem ich die eingekauft habe, ey. Vielen Dank, Spiel, ey. Das Spiel beobachtet mich, wisst ihr? Das macht so voll randommäßig genau die Sachen, die mich am allermeisten aufregen würden. Ich wette, das Spiel guckt auch mein Let's Play. Ja, ich weiß, dass diese Aussage keinen Sinn ergibt, aber trotzdem nervt mich das. So, wie komme ich denn jetzt da nach oben? Bringt mir das überhaupt, da nach oben zu kommen? Okay, warte mal, ich guck mal. Von da oben dürfte ich eigentlich ja keinen Weg haben, weil ich bin ja hier schon mal runtergesprungen. Ich glaube, ich bin diese Passage hier auch schon mal nach oben geklettert, aber es nützt mir ja von hier nichts, ne? Weil ich muss irgendwie ins Gebäudeinnere kommen. Warte mal, ich kann ja noch mal eine Sache prüfen. Von hier aus vielleicht im Gebäudeinnere. Nee, da war aber nur die Tür. Und die wird mich wahrscheinlich eher nicht dahin bringen, wo ich jetzt hin möchte. Also ich vermute ganz stark, dass ich irgendwo mit einem Doppelsprung rankommen muss. Weil es muss ja irgendeine Abgrenzung geben zum letzten Mal, wo ich hier gewesen bin. Ne? Also irgendwas muss ja unterbunden haben, dass ich damals schon in dieses Gebiet hier rein konnte, beziehungsweise an meinen jetzigen Zielort konnte. Und das gilt es jetzt halt herauszufinden. Meine Vermutung ist die ganze Zeit gewesen, hier vielleicht, aber da habe ich ja schon geschaut. So, vielleicht hier im Inneren irgendwie. Ja, jetzt kommt gleich wieder der blöde Gegner. Hab schon verstanden, Spiel. Ich kenne ja inzwischen so deine Marotten und auch deine Mittelchen, mit denen du mich jedes Mal zu Weißglut treibst. Aber in dem Fall, ja, jetzt versuche ich jetzt wieder das Positive zu sehen. Und zwar, werde ich jetzt hier wahrscheinlich meinen komischen Move voll machen können. So zumindest, was war denn diese komische Schmetter? Ach, die Schmetterpeitsche war dieser Angriff in der Luft. Ja, das ist ja auch mal geil. Vor allen Dingen bieten sich diese Gegner dafür ebenfalls an, weil die ja so relativ groß sind. Ey, guckt euch mal bitte da links an, was da gerade alles an Moves zustande kam. Ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, hier ein bisschen zu springen, während ich hier irgendwie angreife. Ach, ich habe aber auch gerade meine Schattenmagie, kann das sein? Ey, guck mal, wie viele komische Sachen hier zum Einsammeln rumliegen. Das ist ja mal cool. Das versöhnt mich gerade ein bisschen mit der Anzahl an Gegnern, die hier permanent respawnen. Hey, warum mache ich denn? Oder ist das gar nicht... Ist das vielleicht gar nicht meine Schattenmagie? Ich bin mir gerade irgendwie nicht sicher, wie ich das einordnen soll. Aber war die... Nee, das war gar nicht die Schattenmagie. Ich glaube, ich werde meine Peitsche jetzt innerhalb der nächsten zwei Parts jetzt mal hier richtig aufbauen können. Also meine normale Peitsche. Habe ich gerade Schattenmagie gesagt? Ich weiß schon wieder gar nicht mehr.
So, ey, das kommt mir gerade richtig gelegen. Ey, schade, dass ich das nicht schon früher für mich entdeckt habe. Dann hätte ich hier nämlich, schon früher auch ein bisschen was an Verbesserungen schon mitnehmen können und hätte nicht bis zum jetzigen Zeitpunkt warten müssen. Ja, du bist gleich tot, ey. Kannst du mal aufhören, hier kurz vor deinem Ableben so blöde Mätzchen zu machen? So, jetzt nochmal Schmetterpeitsche. So, warum habe ich denn vorhin so viele komische Moves hinbekommen und jetzt nur noch den einen? Also irgendwie bin ich da noch nicht so ganz schlau draus geworden. Ey, jetzt ist hier schon wieder so eine Drachenschuppe. Ah, wisst ihr was, ey? Leckt mir doch die Klöten, Entwickler. Wirklich, ey. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, ey. Da warte ich ewig lange drauf, weil ich immer diesen blöden Talisman zum Einsatz bringen will. Und dann kommt das jetzt. Und da kommt schon wieder der nächste. Meine Güte, und wie stürmisch der jetzt hier gleich auf mich zugerast kommt, ey. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Chill mal ein bisschen auf dein Leben, ey. Das ist ja gerade, glaube ich, nicht so gesund für deinen Kreislauf und überhaupt, ja, okay. Konstanter Wirbel. Jetzt waren da wieder so mehrere Sachen mit drin. Irgendwie habe ich da noch nicht so ganz den Dreh raus, wie das eigentlich ablaufen sollte. Aber solange ich immer diese Verbesserungen da aus dem Augenwinkel sehe, bin ich ja schon glücklich. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich mich hier ein bisschen aufgeladen kriege. Ich will eigentlich gar nicht so viel Energie dir abnehmen, mein Freund, weil eigentlich ist mir gerade meine Hauptpeitsche so ein bisschen wichtiger. Oh, 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 oh. Irgendwie hat das gerade... Ich habe auf dem Ausweichen-Knopf gedrückt, aber der hat das nicht gemacht. Also, ich weiß nicht, ob das immer nur mir so geht. Das ist ja nicht das erste Mal. Ich habe gerade die ganze Zeit auf die falsche Taste gedrückt. Oh nein. Deswegen gab es ja auch gerade keine Upgrades, falls ihr euch schon gefragt habt, warum da links nichts angezeigt wurde. Das ist irgendwie nicht so cool. Ah, ich muss auf Y halten, damit da links mehr Sachen eingeblendet werden. Habe ich gerade mal so rausgefunden. Ja, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, dass er manchmal auf das Ausweichen nicht reagiert. Aber dafür gibt es bestimmt eine physikalische Erklärung, die mir jetzt nur noch nicht so geläufig ist. Die ist mir wahrscheinlich auch dann nicht geläufig, wenn mir das irgendjemand erklärt. So, dann können wir erstmal das übertragen. Ey, guck mal, wir sind dann direkt schon fast beim nächsten. Ey, das ist ja mal richtig geil, ey. Dafür hat sich die Kämpferei und die Plackerei dann hier doch irgendwie gelohnt. Hä, war das jetzt schon das nächste? Oder war das gerade eben noch das Überbleibsel vom letzten? Ne, das war das Überbleibsel noch gewesen. So, das hier ist das aus dem Stand, genau. Aber irgendwas anderes habe ich noch im Sprung. Ja, genau das hier. Okay, das kriege ich eigentlich relativ einfach hin. Aber nee, wisst ihr was? Ich werde jetzt, glaube ich, das hier aus dem Stand machen, weil das ist auch ein bisschen schwieriger in der Praxis für mich umzusetzen. Aber, aber an dem funktioniert das halt ganz gut, wie ich ja vorhin schon festgestellt hatte. Genau, wenn er einmal hier so in seinem Schlagflow drin ist, dann oh, 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 dann haben wir eigentlich immer eine ganz gute Ausgangslage. Ja, also das war jetzt irgendwie schon wieder total viel Zeitinvest. Und auf der anderen Seite haben wir dafür kaum Fortschritt erlangt, außer für unsere Skills natürlich. Das will ich auch in dem Moment gar nicht runterspielen, aber ja, es ist halt schon ein bisschen ärgerlich, wenn man den Großteil seiner Zeit hier irgendwie mit so blödem Rumirren zubringen muss. So, ja, ich habe irgendwie immer noch keine Ahnung, wie ich da jetzt hochkommen soll. Aber ganz ehrlich, ey, das wird ja wohl hier nicht so abwegig weit weg sein. Ich weiß schon mal, irgendwo habe ich auch in den Straßen gekämpft. Das war, glaube ich, sogar irgendwo im Kunstviertel. Da hatte ich genau das gleiche Problem. Und da hat sich irgendwann ja herausgestellt, das hatte ich dann irgendwann zum Ende dieses besagten Parts rausgefunden, dass es irgendwo in der Mitte so eine Stelle gab, an der man sich hochziehen konnte. Und ich wette... Oh, ey. Ey, wie viele wollen denn noch von diesen Dingern kommen, ey? Das ist doch jetzt auch mal genug. Oh, ey, Leute, ganz ehrlich, ey. Das ist... Ey, wisst ihr, nach solchen Situationen würde ich mir echt gerne mal die Let's Plays von anderen Leuten angucken, die das Spiel zocken. Bestimmt, ich wette, die ganzen anderen Menschen, die sind immer voll froh und freuen sich immer voll, wenn so ein Gegner kommt und rasten immer voll aus, wenn eine Zeit lang keine Kämpfe kommen. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, als ob ich wieder viel zu viel am Meckern bin. Aber ey, wie viele Viecher von denen habe ich jetzt getötet? Ich glaube, das ist jetzt der siebte in diesem Part oder so. Kann das sein? Also ich finde, dass das schon ein bisschen zu viel ist, ja. Kann mir keiner sagen, dass das irgendwie... Ja, dass das irgendwie nach dem 10. Mal immer noch spaßig ist und irgendwie angemessen ist. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall komplett. Das heißt, ich kann jetzt wieder ein Upgrade fahren. Und damit müsste das wahrscheinlich auch wieder Bling machen. Ja,
wir sind ja Peitschenmeister. Gabriel, du alter Peitschenmeister, du. Obwohl, ich habe mir das ja eigentlich verdient. Er profitiert ja von so einem Kram nicht. Gut, das heißt, wir können jetzt im Grunde genommen uns auf die Schattenmagie noch fokussieren. Da habe ich die wilde Kralle auch noch offen. Die kann ich eigentlich hier auch ganz gut ausprobieren, weil wir haben da hinten ja noch so ein Teil gehabt, wo ich meine Magie wieder aufladen kann. Das heißt, wir machen einfach da weiter, wo wir quasi gerade eben schon aufgehört haben. Ich wette, ich habe bei dem auch noch so ein paar Luftangriffe offen. Ich will mal nur kurz gucken. Nee, bei dem ist das nicht so, obwohl vielleicht, wenn ich halte. Nee, okay, also bei dem ist jetzt wirklich nur aus dem Stand heraus die wilde Kralle noch offen. Ich hätte gerade fast gesagt, die wilde Hilde. Aua, oh. Voll gut ausgewichen gerade, ne? Also manchmal, aber auch nur manchmal gelingt mir das fast schon ganz gut. So, hier muss ich jetzt nochmal die Chance nutzen und mich einmal komplett hochheilen. So, ja, und schon wieder eine Drachenschuppe, ist klar. Ist überhaupt gar kein Grund auszurasten oder so. Nein, gar nicht. Also, wie könnte man auch nur auf die Idee kommen, darüber wütend zu sein, ne? Alles voll easy peasy. Ja, keine Ahnung, Spiel. Was du mir hiermit sagen möchtest, gibt es hier irgendwo einen Ventilator, den ich nicht entdeckt habe? Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, einen Dreifachsprung vom Stapel zu lassen? Gibt es da irgendwas, wo ich mich ranhängen kann? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich da jetzt hochkommen soll. Ey, das wird so eine simple Lösung sein. Hab's schon wieder in den Eiern, ey. Das wird bestimmt wieder so einfach sein. Und ich werde dann bestimmt wieder voll ausrasten und ja, wieder voll meinen Kopf am liebsten in den Sand stecken, aber ey, es kommt nicht noch ein. Ey, ganz ehrlich, also irgendwann ist meine Geduld auch am Ende. Ey, das ist jetzt wirklich der letzte. Ey, wenn danach noch einer kommt, dann höre ich mit dem Spiel jetzt hier auf an der Stelle, also nicht mit dem Let's Play, und schlag nach, wo ich hier weiterkomme, weil das regt mich hier gerade zu sehr auf. Also, Gegner in Ehren. Ich weiß, dass das kein gechilltes JRPG mit rundenbasiertem Kampfsystem und so ist, dass das auch nie der Anspruch war von diesem Spiel. Aber, ey, dass man hier, nachdem man, und das ist jetzt wirklich, glaube ich, fast der 10., nachdem man schon so viele von diesen Viechern hier umgenietet hat und die immer wieder außen nichts unendlich oft respawnen gefühlt, dafür habe ich irgendwann kein Verständnis und auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Also, irgendwann ist ja auch mal Schluss, ne? So, warte mal, vielleicht kriege ich ja wenigstens die Kralle hier noch an dir voll. Das wäre ja schon mal irgendwie was. Ich glaube, an dem brauche ich auch noch irgendwie so einen komischen Peitschenschlag, wo ich die Peitsche dann auf den Boden donnern lasse. Ich weiß jetzt, glaube ich, auch, warum die in so kleinen Prozentschritten nur nach vorne geht, weil der lädt sich ja unendlich auf, ne? Der hört ja gar nicht auf. Solange der Gegner das nicht unterbindet, sind wir hier die ganze Zeit dabei, das nach oben zu pushen, was eigentlich ganz geil ist. Aber ich finde diesen Skill trotzdem halt nicht so sehr praktikabel, weil mit fortschreitendem Spielverlauf die Gegner das halt irgendwie immer besser blocken oder unterbinden können. Und ich glaube nicht, dass man sich da im späteren Spielverlauf noch so einen großartigen Gefallen damit tut. So, vielleicht gibt es ja hier auch irgendwo so eine Sprungpassage oder so. Irgendwo muss ich ja hier weiterkommen. Ey, ganz ehrlich, wenn die Lösung jetzt sein soll, in diese blöde Luke da einzusteigen, die ich da hinten habe, wo wir damals weitergekommen sind, oder erstmal in dieses Gebäude hier reinzulaufen, da über diese Tür da hinten, dann wäre das irgendwie schon ganz schön scheiße. Also dann hätte das Spiel das auch irgendwie anders verpacken müssen, wie ich finde. Und jetzt kommt der nächste. Okay, ja, keine Ahnung. Also irgendwas muss ich hier übersehen haben. Ich mache den jetzt noch. Obwohl, warte mal, ich wollte mir ja vielleicht nochmal... Vielleicht sollte ich mich da nochmal aufladen und dann... nee, Leute, das werde ich nachschlagen. Es tut mir voll leid, aber was soll ich machen? Ich laufe jetzt hier die ganze Zeit entlang. Klar, ich könnte jetzt auch mit euch zusammen diese ganzen Wege, die mir da noch zur Verfügung stehen, einmal der durch die Luke und dann nochmal der Weg durch die Tür, das könnte ich jetzt natürlich auch nochmal alles mit euch machen, aber ganz ehrlich, dann generiere ich zwei weitere Parts damit, dass ich irgendwo in der Pampa rumdümple, wo ich schon 10.000 Mal gewesen bin und ja, am Ende nicht mehr weiterkomme und darauf habe ich irgendwie auch keinen Bock. Also das ist dann nicht so wirklich motivierend für meine Einer. Oh, ich wollte ja eigentlich mit der Schattenmagie hier angreifen. Ich glaube, solange ich mich auch in dieser Ecke hier aufhalte,
Okay, damit sind wir bei den 100%, sehr schön. Respawnt ja auch nicht, ne? Nur sobald ich mich da ein bisschen weiter nach hinten begebe. Aber ich habe halt hier immer noch kein Spot gefunden, an dem ich mich irgendwie hochziehen könnte oder so. So, warte mal, was kann ich denn jetzt hier überhaupt noch verbessern? Explosives Erdbeben, ja, das war doch dieses dicke Ding, was ich eh nicht hinbekomme. Gegenschlagkralle. Ach du Scheiße. Okay, Synchronblock, da bin ich ja schon wieder gar nicht drin. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt hier so noch hinbekomme. Ich könnte mich da natürlich nach einem Synchronblock... Okay, diese beiden Synchron... Ach nee, das ist auf... Ich dachte gerade, das wäre auf 0%. Flammen, Krallen... Nee, ist mir auch irgendwie zu kompliziert. Saitoschlag habe ich schon. Ja, also so richtig geiles Zeug ist jetzt hier nicht mehr mit dabei. Das heißt, ich müsste mich, wenn, dann auf diese ganzen Synchronblock-Sachen stürzen. Ich weiß nicht, ob ich das hier bei dem irgendwie hinkriege, aber ich werde es mal probieren. Also insofern der überhaupt irgendwelche... Ja, okay, der hat auf jeden Fall blockbare Angriffe, das ist schon mal gut. Ja, das geht auch richtig schnell. 12,5% pro Attacke, das ist eigentlich ganz gut von der Quote. Ich muss mir nur wieder angewöhnen, hier auch auszuweichen, wenn ich einen unblockbaren Angriff hier vor meiner Nase habe. Yay! Es ist irgendwie jedes Mal irgendwie voll toll. Ich mag den synchronen Block voll, also insofern ich dann auch erkenne, wann der jetzt nur hier kommt. Ach so, weißt du was? Ich glaube, das bringt mir jetzt nicht mehr so viel, wenn du eh schon fast tot bist. So, oh, das vergesse ich ab und zu immer noch. Ja, Nagoya, das war schon wieder total die rühmliche Ausweichaktion. Und schon wieder eine Drachenschuppe. Ja, Hauptsache, ich könnte jetzt schon direkt eine komplett neue Drachenschuppe mir zusammenbasteln, wenn ich einfach mal die alte schon verbraucht hätte. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich würde mir voll gerne nochmal die Cutscene angucken, wo das Spiel uns das hier so aufgezeigt hat. Aber das geht ja leider irgendwie nicht. Und deswegen... Ja, okay. Nee, ich gehe jetzt durch den Teleporter zurück und muss einfach... also entweder ich probiere das offscreen nochmal. Das Blöde ist halt, dass diese Gegner hier immer wieder triggern und... ich dann auch so ein bisschen Bammel davor habe, dass ich hier irgendwas erreiche und dann bekommt ihr das nicht mit und das ist alles irgendwie voll blöd. Vielleicht ist hier irgendwas, hier habe ich auch noch nicht nachgeguckt, aber auch hier scheint irgendwie nichts zu sein. Okay, nee, das war's. Also ich brauche den jetzt kein hundertstes Mal mehr. Ich finde es extrem scheiße, ja, liebe Entwickler, falls das jemand von euch sieht. Ich mag das Spiel bisher total gerne, aber ich verstehe nicht, warum man diese Gegner hier immer und immer wieder respawnen lassen muss. Ey, am Ende wird das wahrscheinlich den Hintergrund haben, dass man die auch noch braucht, um da irgendwie hochzukommen. Aber, also ich habe jetzt echt keine Muße mehr, mich daran jetzt weiter zu probieren. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir, entweder, dass ich irgendwo einen Kletterpunkt übersehen habe oder Variante 2, dass, wir eigentlich einen ganz anderen Weg erstmal laufen müssen, um da reinzukommen. Entweder durch die Luke oder durch diese Tür, eins von beiden. Das wäre jetzt so meine Einschätzung, aber ich selber bin gerade echt total ratlos und ja, weiß auch noch nicht, ob ich im nächsten Part dann erstmal selber rumprobieren werde oder ob ich dann mit der Lösung im Gepäck um die Ecke komme. Da muss ich mal gucken. Ich werde es wahrscheinlich nochmal selber probieren. Da müsst ihr euch aber auch schon so ein bisschen drauf einstellen, dass ich da vielleicht den ein oder anderen Skill dann vielleicht schon maximiert haben könnte oder so. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ist jetzt zwar ein bisschen ätzend, aber damit wir in der nächsten Folge auch direkt wieder dort anfangen. Wobei eigentlich... Ey, ich dachte gerade, mein Spiel wäre abgestürzt. Okay. Nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese Ladesequenz. Wir werden uns einfach in der nächsten Folge wiedersehen. Ich werde dann ganz gechillt darüber laufen. Vielleicht werde ich auch schon drüber sein, wenn ich offscreen eine Lösung schon gefunden habe. Lasst euch einfach überraschen. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und ich hoffe auch, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Bis dann. Ciao.